Möchtest du erfahren, wie du mit dem Taschenrechner umgehen kannst? Taschenrechner gibt es ja ganz viele. Es gibt Geräte, es gibt Apps für das Handy, es gibt sogar Taschenrechner, die im Internet funktionieren. Und alle funktionieren sie sehr ähnlich. Schau dir das an, in diesem Lernzyklus von Mathematik macht Freude, Freunde. Ich bin die Katharina. Das, was du schon können solltest, ist Rechnen mit den Grundrechnungsarten. Du solltest addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren können. Du solltest die verschiedenen Rechengesetze kennen. Das Kommutativgesetz, das Assoziativgesetz und das Distributivgesetz. Die kennst du alle unter dem Codewort Klapustri-Regel. Wenn dir das gar nichts sagt, dann schau in dem Videolernzyklus Verbindung der Grundrechenarten nach. Du solltest mit Kommazahlen umgehen können. Du solltest mit Prozenten rechnen können. Wenn du das noch nicht kannst, es gibt ein Video dazu. Schau dir das Video Prozentrechnen an. Dann kann ich dir zeigen, wie du dir mit dem Taschenrechner das Leben erleichterst, wie du dort Zahlen eingibst, die Grundrechnungsarten auf dem Taschenrechner umsetzt, mit Klammern rechnest und mit Prozenten rechnest. Du möchtest wissen, wie das aussieht? Na ja, los geht's. Ich zeige dir mal eine ganz einfache Rechnung. 3 plus 4, das ist ja nicht wirklich kompliziert. Und da zeige ich dir jetzt einen Taschenrechner. So könnte der aussehen. Und wenn ich jetzt da 3 plus 4 rechne, dann gibt der Taschenrechner ein Ergebnis aus. Und das Ergebnis ist richtig und das ist auch schön so. Der Taschenrechner kann sehr schnell rechnen und er rechnet immer richtig. Schauen wir uns noch eine Rechnung an. Dividieren wir mal 18 durch 7. Wie das genau geht, das zeige ich dir dann im nächsten Video. Aber ich rechne jetzt einmal 18 dividiert durch 7 und du siehst, da kommt eine ganz, ganz lange Zahl heraus. Das mit der Hand rechnen ist ein bisschen mühsam. Wo dir der Taschenrechner auch helfen kann, das ist Rechnungen mit sehr unschönen, schwierigen Zahlen, sehr unangenehmen Zahlen. Es kommt ein Ergebnis heraus. Und das war viel, viel schneller, als wenn ich das mit Papier und Bleistift gerechnet hätte. Fassen wir zusammen. Der Taschenrechner gibt dir immer eine Zahl aus. Der Taschenrechner kann dir bei unschönen Rechnungen helfen. Und der Taschenrechner hilft dir auch dabei, mit langen Zahlen sicher zu rechnen. Den Taschenrechner kannst du auch immer dann benutzen, wenn du selbst eine Rechnung nachprüfen möchtest, die du im Kopf gerechnet hast. Vergiss dabei nicht, dein Kopf ist oft sehr viel schneller und sehr viel besser als der Taschenrechner. Wenn du lernen möchtest, wie das alles funktioniert, dann schau dir das nächste Video aus dem Lernzyklus an. Ich hoffe, wir sehen uns.